wirklich Kopfchaos. Ja, Ausbruch hätte ich. Ne? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video, und zwar One Day Out zur NBA Netherlands. Also der nächste Wettkampf steht jetzt vor der Tür und heute darfst du mich noch einmal begleiten. Und zwar wird heute dieser ganze Prozess anstehen, sprich eine Pump-Session steht auf dem Programm, wo wir hier auch gerade im Home-Gym sind. Dann wird die Abfahrt nach den Niederlanden kommen. Dann werden wir natürlich auch ein paar Meals nochmal vorstellen, den Tagesplan vorstellen. Es geht ab zur Registration. Heute wird Farbe gemacht und vieles, vieles mehr. Also es werden nochmal sehr, sehr spannende Einblicke in so eine Wettkampfstruktur auf jeden Fall vermittelt. Und ja, Leute, heute Morgen tatsächlich schon um 8 Uhr hier im Gym und ich habe heute noch nichts gegessen, weil ich gestern super spät noch zum Essen kam. Wer die letzten Videos hier von der Vorbereitung noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt das letzte Video und das vorletzte Video abchecken. Dort gehe ich nochmal ganz genau auf meine Lademeals ein, auf die Vorbereitungen, auf die Packliste und vieles, vieles mehr. Also checkt unbedingt die nächsten Videos, beziehungsweise die alten Videos und auch die nächsten Videos ab. Hier gibt es auf täglicher Basis Vlogs, und wer den Kanal noch nicht abonniert hat und ja, sich für das Thema Wettkampfprep interessiert, sollte das unbedingt jetzt zuvor machen und schon mal auch ein Like da lassen. Jetzt geht es für uns erstmal eine kleine Pump-Session. Beine sind rasiert, ich denke auch Waden sind langsam auch ready. Was meinst du, Schatz? Jo, sieht gut aus. Wettkampf kann kommen, oder? Ich denke auch, also so rasiert geht das Ganze jetzt dann doch schon ein bisschen besser. Blut kommt auch so langsam durch. Jawohl. So, ab in die Pump-Session, meine Freunde. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids a few ways. Wieder am Fürze rausmassieren, der Kollege. Das ist eine Peristaltikmassage. Ah, okay. Mein Lieber. Das ist tatsächlich, also spazieren, massieren. Spazieren, massieren und furzen. Bei mir geht das anders. Bro, wenn mein YouTube-Video jetzt wegen dir schlechter gerankt wird, weil du die Kippe zeigst. Lieber sowieso unscharf. Rasch dich aus, Junge. Wir sind jetzt nach der Pump-Session nochmal nach Hause gefahren. Hab dort dann noch kurz eine Kleinigkeit gegessen. Heute Morgen gab es mal wieder standardgemäß beim Porridge. Heute ist der 4. Ladetag im Übrigen. Ja, den ersten Ladetag habe ich mit 650 Gramm Carbs gestaltet, den zweiten mit 710, den dritten mit 750 und heute ist erstmal 650 angesetzt. Der Coach wird sich heute Abend die Form nochmal live anschauen und dann nochmal eine Kleinigkeit dazu sagen, ob wir eventuell niedriger bleiben sollen, ob wir höher gehen. Also die eine Mahlzeit ist noch unter Vorbehalt. Aber ich habe mir da hier auch für die letzte Mahlzeit eigentlich nur Snackjacks und sowas leicht Verdauliches noch eingeplant, sodass ich das einfach rauswerfen kann oder halt eben noch konsumieren kann. Und jetzt gibt es hier Status Quo, 14.30 Uhr haben wir, glaube ich, ungefähr, vielleicht ein bisschen später, die zweite Mahlzeit erst. Also es hat sich schon wieder nach hinten geschoben, wollte ich eigentlich vermeiden, aber ja, wir machen jetzt Pause, noch eine Mahlzeit, danach geht es zur Registrierung, vorher auf jeden Fall auch eine Mahlzeit, Registrierung, Posing, noch eine Mahlzeit und dann gucke ich, dass ich heute Abend auf jeden Fall nicht allzu spät auch meine letzte Mahlzeit reinkriege. Also ihr seht, es ist wieder das Gleiche. Essen, Essen, Essen. Ja, heute ist eigentlich schon noch Essen, weil die Pump-Session schon rum ist. Ne? Ja, und Peristaltik-Massagen nicht vergessen. Und Peristaltik. Guck mal, Digga, ich habe gestern meine Beine rasiert. Sieht nochmal besser aus, ne? Ja, mit rasierten Beinen sowieso immer besser. Da kommt dein Hängebauchschweinbeuger besser raus. Chor auch noch da? Ja, sieht sogar besser aus als gestern, würde ich sagen. Aber gut, du hast heute noch nicht so viel geladen. Ne? Das ich habe heute noch nicht so viel geladen, aber... Glaubst du es mir nicht, ne? Ich habe ein Training heute so Semi-Pump nur bekommen. Echt? Also es war jetzt nicht so gut, ne? War nicht so gut.
dementsprechend wahrscheinlich muss halt in den schwachen Leib noch ein bisschen was rein. Ne? Das ist immer so ein mentaler Kernschrott eigentlich, weil du die ganze Zeit denkst, okay, du bist überladen, ja, dann fühlt sich dein Bauch einmal auch so, wie gesagt, ich habe jetzt gerade auch ein bisschen Bauchschmerzen, fühlt es sich geil an. So, dann guckst du auf den Bauch, dann denkst du, okay, eine Falte mehr ist irgendwie hier am Start, eine Vene ist gerade nicht zu sehen, hier keine Vene zu sehen, scheiße. Ah, das stimmt, das stimmt. Bin zugelaufen, so, ne? Aber das stimmt, das die Härte ist halt trotzdem. Ja, die Härte ist trotzdem da. Würde ich sagen, die ist noch da, aber es ist wirklich Kopfchaos. Ich bin ja auch ein bisschen nervös. Muss wirklich sagen, bin ein bisschen nervös, habe aber Bock. Ja. Brauchst du eigentlich nicht nervös sein. Also meiner Meinung nach nicht. Bei mir ist immer sehr, sehr stark abhängig, wenn ich denke, ich kann zur Toilette gehen und die Verdauung läuft, dann fühlt sich mein Chor gut an, dann fühle ich mich wohl. Und wenn ich merke, okay, Bauchschmerzen, so ein bisschen Verdauungsprobleme, dann denke ich auch automatisch immer, ja, keine Ahnung, Form ist wieder komplett für den Arsch. Aber es ist einfach so Body Dysmorphia, die ich hier gerade zu tragen kommt. Ja, und, jeder Bodybuilder hat genau diese Krankheit, glaube ich. Ja. Alle haben das. Grüße gehen raus an Janis. Er hat mir gestern Abend geschrieben auf WhatsApp so, Bro, deine Form sieht geil aus. Zumindest das, was ich über Instagram sehe, sieht Bombe aus. Der Kara, meinst du? Ja, ja. Mach dir keine Gedanken. So, das ist einfach wirklich so diese fehlende Selbstwahrnehmung, die man einfach in dem Stadium hat. Das hat mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kraft gegeben, auch eben Freddy Formcheck geschickt. Und er hat gesagt so, ja, nach dem, was du beschrieben hast jetzt, habe ich gedacht, die Form wäre jetzt ziemlich gut. Er guckt die Form an und sagt, sie sieht hervorragend aus. Also einfach den Leuten vertrauen und versuchen abzuliefern am Wochenende, ne? So ist das. So, jetzt gibt es hier die nächste Mahlzeit und zwar ein bisschen was an Apfel, Cornflakes, Fruchtmus. Dieses Mal keine Früchtchen aus dem Aldi, sondern von Ja, Fruchtmus, Apfel, Banane. Auf jeden Fall auch ziemlich lecker. Das Ganze kommt jetzt einfach ganz easy hier drüber, damit das Mehl nicht allzu trocken ist. Sehr, sehr geil. Auch hier nochmal ungefähr 150 Gramm Carbs in der Mahlzeit. Also ich habe quasi drei Mahlzeiten mit ungefähr 100 Gramm Carbs und zwei mit 150 und noch ein bisschen was on top. Ne? Also so, da kommt nachher noch ein bisschen was an Lotuscreme drauf. Die hat auch nochmal ein bisschen und ein bisschen Honig und dies und das. Und dann bin ich bei 650 Gramm Carbs heute. Und dann sollte das eigentlich auch gewesen sein. Ich bin gespannt, was der Coach nachher zu der Form sagt. Eventuell wird noch mal ein bisschen nachjustiert. Aber jetzt erstmal die Standardmahlzeiten reinkriegen. Bin jetzt tatsächlich auch noch mal gut in der Zeit. Und ich denke auch, dass das so auch ein bisschen besser hinsichtlich der Verdauung funktionieren wird wie gestern noch. Also bleiben da erstmal zuversichtlich. Offiziell angekommen, Bruder. Yes, der eng. Was sagst du? Ist ein bisschen kalt, ne? Ist schon kalt. So. Ja, du in Shorts hier. Was haben wir? Was denkst du? 12, 13 Grad? Weniger? Kommt hin, aber mit Wind, ne? Fühlt sich kälter an. Obwohl ich so viel Carbs getankt habe, muss ich sagen, fühlt sich kälter an. Ja? Also, erster Tag nochmal, aber ich muss sagen, ich bin auch heute ein bisschen müde. Ich glaube, so der Stress, der geht langsam so runter und du nimmst nochmal ein bisschen was wahr, ne? Also, ich habe jetzt die letzten Tage so eher so Euphorie gehabt. Ja, und das hat man aber auch gut gemerkt, ne? Vor allem gestern so, beim Video. Am Runterkommen, ne? Am Runterkommen, aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil da geht auch ein bisschen so Stressflöten, muss auch heute echt extrem viel pinkeln. Ja, das stimmt. Könnte auch ein gutes Zeichen sein, dass ich eventuell dann doch ein bisschen Wasser, weil die war heute Morgen ja auch nochmal urschwer, ne? 80 Kilo. Also gut Carbs getankt, aber normal sollte ja auch durch die Stressreduktion ein bisschen was an Gewicht verloren gehen, ne? Bin mal gespannt, wie es wird. Ab geht's! So Leute, wir haben jetzt die Registrierung durch. Und zwar wurden wir hier, beziehungsweise nicht wir, sondern ich wurde gewogen. Und wir mussten jetzt hier eine kleine Strategie anwenden. Und zwar hatte ich heute Morgen Körpergewicht von 80 Kilo gehabt und bin 1,73 Meter groß. Ja, der eine oder andere kennt es vielleicht mit FFMI-Rechnen aus, also dem fettfreien Masseindex. Und dementsprechend musste ich da natürlich gucken, jetzt hier nicht zu schwer zu sein. Und dementsprechend habe ich mich mal ein bisschen groß gemacht. Ein bisschen groß gemacht, um da halt eben auch einfach safe zu gehen, dass ich hier auch reinpasse, aber hat dann doch geklappt, weil ich wusste halt im Voraus nicht, wie mein Gewicht sein würde, weil es hätte jetzt auch sein können, dass ich mich mit 81 oder so einwiege, nachdem ich jetzt 3 Meals gegessen habe, 4 Liter schon getrunken habe heute, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt den besten Stuhlgang hatte und dementsprechend kann das auch sein, dass man dann gegen Abend tatsächlich mal ein bisschen schwerer ist und jo, hätte ich jetzt 81 Kilo gehabt oder so, je nachdem die Körperfettmessung dann gewesen wäre. Und mit Kaliper ist die eher zugunsten eines niedrigeren KFAs.
jo, kann das mit dem FFI dann schon mal so ein Problemchen werden, ne? Ja, ab morgen dann ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber ab morgen nicht mehr und dementsprechend, ich denke auch zur GmbF, wenn ich dann nochmal einen halben Kilo leichter bin, dann soll es sowieso auch gar kein Problem sein, aber hier, ja, keine Ahnung, was der KFA dann so hergibt. Hat alles gepasst, habe jetzt mich eingemessen mit 1,74 Meter, im Perso stehen 1,73 Meter. So wie du deinen Brustkorb geöffnet hast, sind das auch 1,73 Meter, Digga. Die Haare waren es, Bro, die Haare waren es. Stimmt, ah ja, ist ja nach hinten gegelt, da hast du dann noch so ein bisschen hochgesetzt, ne? Nee, und 79,6 Kilo, also denke ich schon, stabiles Bühnengewicht. Ja, würde ich auch sagen, aber fast 80 Kilo. So, wenn ich jetzt nicht komplett scheiße aussehe, nicht zugelaufen bin, dann wird das hoffentlich ganz gut werden. Jetzt geht's erstmal ab in die Airbnb, muss noch ein paar Formchecks machen, beziehungsweise auch einfach mal ein bisschen posen, mich ein bisschen bewegen. Und danach kommt auch schon die erste Schicht Farbe dann drauf. Sieht entspannt aus, ne? Ich habe jetzt gar nichts von der Landschaft hier gefilmt, aber das mache ich morgen dann ein bisschen. Oh, sieht richtig geil aus hier, auf jeden Fall. Ich habe gerade den ersten Formcheck schon durchgemacht. Jetzt machen wir hier schon leicht auf Pump, wie das Ganze hier aussieht. Denk an deine Brustwirbelsäule. Jawohl. Und ein bisschen weiter rausdrehen. Jawohl. Ja, schon beeindruckend, was so beim Laden passiert, ne? Geht schon ganz gut, ne? Ja, das ist echt beeindruckend, Mann. Ich würde sagen, jetzt essen, dann Farbe und dann auch bald schlafen. Also, Freunde, wir haben uns gerade gefragt, ob wir den Pimmel mit drauf machen sollen oder nicht, ne? Nee. Und Pult sagt, hol doch die Stelle mit Pimmel. Er guckt gerne Pimmel an. Ich sag ohne. Ich würde euch gerne mal meine Batman-Socke zeigen. Ich sehe ja auch aus wie ein Pimmel, wie großer, weißt du? Ja, auf jeden Fall, Leute, ersten zwei Farbschichten kann man eigentlich schon sagen, sind jetzt drauf. Wir haben das Ganze mit Top Tan gemacht und zwar hier diese Farbe ist auf jeden Fall so die Farbe meiner Wahl, bevor ich irgendwo Bro Tan nutze bzw. einen Bro Spray Tan Service nehme. Einfach nur aus dem Grund, weil man die Farbe selbst auftragen kann. Ne? Das ist ein großes Plus an Top Tan. Und natürlich auch, weil man das Ganze halt eben wirklich gut auftragen kann. Das zieht schön nach. Bei Proton ist halt eben die Sache, bei so einem Spray-Service, wenn ihr angesprayt werdet, einerseits ist es cool, ja, weil es auch in gewissermaßen standardisiert ist, aber ihr steckt letzten Endes nicht drin. Und bei der NPC beispielsweise war es ja so, dass ich im Gegensatz zu den anderen halt eben sehr matt war. Hätten wir das bei Top Tan gesehen, hätten wir gesagt, okay, wir arbeiten noch ein bisschen mehr mit Babyöl vielleicht nach und können da halt eben noch einen schönen Glanz erzeugen. Aber das war halt eben ein fester Tanning-Service, das war gebucht, du warst zweimal da und dann war halt eben auch Ende, weil du auch auf der Stage bist. Dementsprechend hier Top Tan, ersten zwei Schichten drauf. Sieht ganz gut aus, ist ein bisschen fleckig hier und da, aber das wird man letzten Endes auf der Stage dann auch nicht mehr so sehen. Overall. Denke ich. Passt. Farbe passt. Ist Achtung. Jetzt hier natürlich kein so optimales Licht. Jo, und jetzt geht's gleich an die letzte Mahlzeit. Es gibt nochmal ein bisschen Reis mit Apfel, Cornflakes und Zimt. Und dann wird nochmal eine Farbschicht gerollt und dann werden wir auch bald schlafen gehen. Haben wir jetzt schon 10:30 und dementsprechend ja, müssen wir auch ein bisschen die Regeneration fördern. Die darf nämlich vor dem Wettkampf nicht zu kurz kommen. So, jetzt film ich. Ich bin auf Diät. Ich weiß nicht, wie das in meine Hand gekommen ist. Ja, was? Das ist gerade schuld. Der ignoriert das einfach. Naja. Ist das leer? Das ist leer. Ja, das ist gut. Durch die Kamera habe ich das. Nicht beim Fressen. Perfekt. Einfach perfekt. Wir bleiben einfach mal im Fokus. Ich habe mal Kalorien auf. Hast du nicht jetzt einen Diet-Break oder so gestartet? Nee, den hatte ich. Den hattest du? Aber ich habe danach schon wieder zu schnell Gewicht verloren, weswegen ich jetzt die Kalorien noch weiter nach oben setzen musste. Ich bin jetzt im Prinzip 700 Kalorien im Plus im Vergleich zu dem letzten Zyklus. Okay, was hast du? 2,7 gehabt und jetzt 3,4 oder was? Genau. Ah, korrekt, der Treffer. Also erst auf 3 und dann ist das Gewicht zu schnell gefallen und dann entsprechend die Kalorienerhöhung, weil ich jetzt halt nicht zu schnell Gewicht verlieren will, weil ich noch 26 Wochen ein bisschen mehr zum Wettkampf. Ansonsten kann ich mich in 10 Wochen auf die Bühne stellen, wenn ich so weitermache und will natürlich jetzt auch nicht auf dem Weg dahin Lean Body Mass aufreißen. Ne?
dementsprechend Tempo raus und auch pulsern und Pizza, Pizza essen. Ja. Ganz genau. So, jetzt sind wir hier noch angepinselt, der Kollege. Dritte Farbschicht heute. Ja. Aber du bist jetzt gerade nicht der Wichtige. Ich muss mal Patrick was fragen. Du musst Patrick was fragen. Mich was fragen? Ja, ich muss dich was fragen. Ja, und was musst du mich fragen? Wo kommt der überhaupt her, Alter? Wo der Patrick herkommt? Ja, das ist eigentlich auch die Frage. Pulsmann, sag mal, wo kommt der her? Wo kommt der her? Wo kommt Patrick her? Wo hast du denn her? Der? Weiß nicht, ich glaube, der ist von Namek. Grün, oder? Wo sollst du grün sein? Letzter Aufenthaltsort Namek. Letzter bekannte Aufenthaltsort, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Offensichtlich. Ist ja auch egal. Ne? Du bist auf jeden Fall da, das ist gut. Ja, in der Tat. Und die Frage ist. Was machst du? Ja, mal abgesehen davon, was du hier machst, so ist die Frage, was hältst du eigentlich von Dannys Form? Du hast sie ja vorher schon gesehen gehabt. Ja, Ausbruch für dich, ne? Ja, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das morgen was Delikates geben kann, ne? Also, da bin ich definitiv positiv gestimmt, was, ja. Du bist sprachlos. Ich bin, ist schon knackig, ja. Ja. Muss man jetzt schon mal festhalten. Ich habe mir selbst auch schon gesagt, okay, hinten ganz am Gluteus geht's sicherlich mit der Zeit noch ein Ticken was. Aber von der Seite ist er halt richtig fürs Spiel schon. Von hinten diese minimal noch und ansonsten die restlichen Partien, da ist eigentlich nicht mehr viel rauszuholen meines Erachtens. Besonders wenn dann eben auch der Punkt da ist etc. Ne? Morgen dann für die Bühne speaking. Das ist natürlich dann wieder so eine Sache, ob man dazu kommt, ne? Weil das Backstage-Geplänkel ist immer ein bisschen, ja, jeder, der wahrscheinlich schon mal einen Wettkampf gemacht hat, weiß, dass es manchmal ein bisschen zügig vonstatten geht. Aber so, was ich jetzt gesehen habe, in der Kürze der Zeit, bei dem Licht, was wir hier hatten. Also du hast das bis jetzt sogar noch ohne Farbe gesehen, jetzt trocknet erst die genau, Farbe, mal sehen, wie das morgen früh dann aussieht. Mit Farbe und ordentlichem Licht und mit Pump, das ist natürlich auch immer nochmal Weltenunterschied, ne? So ist das. Ich stelle mal festhalten, aber... Also wie gesagt, ich bin zuversichtlich. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich zu gerne zu weit mit seinen Äußerungen aus dem Fenster lehnt, hängt. Lehnt. Hängt. Aus dem Fenster hängt, ganz genau. Aus dem Fenster hängt. Wir hängen uns einfach aus dem Fenster, das ist auch okay. Ich muss nie zu weit aus dem Fenster hängen. Ist so. Ja, ist auch nicht gesund, oder? Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Was soll der Friese? Die Friese ist perfekt, oder? Ja, auch so diese kleinen. Bei dir aber auch, ey. Ja, meine auch. Die glänzt richtig, die Fleischmütze. Echt? Batman. So, hat der damals nicht auch eine Peitsche? In den 70ern hatte der noch eine Peitsche, Digga. Zumindest ein Lasso hatte der damals. Wer die alten Comics kennt, der weiß das. Ich nenne doch, dafür habe ich dich ja. Ja. So, meine Freunde. Und das war's auch mit dem Video. Wir haben jetzt 23.37 Uhr. Haben wir 23.37 Uhr, wahrscheinlich haben wir 23.37 Uhr, auf jeden Fall beenden wir jetzt hier dieses Video an der Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Form haltet aktuell. One Day Out kann man wahrscheinlich auch nicht mehr so viel richten, außer morgen noch ein bisschen nachjustieren. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert unbedingt den Kanal, macht die Benachrichtigungen an und dann geht's morgen weiter mit dem Showday. Bis dahin, peace out.